Ja, unser Thema heute Abend ist ein nicht so ganz einfaches. Das ist eigentlich für die, die sich vielleicht schon mal mit dem Thema Antichrist auch beschäftigt haben im Neuen Testament, weil wir jetzt so einen kleinen Ausflug machen ins Alte Testament und da auch den Antichristen schon finden. Und zwar noch mehr als nur das, wir finden eigentlich auch diesen falschen Propheten. Ja? Denn in der Offenbarung gibt es ja so ein endzeitliches unheiliges Pärchen, ja, dieses Tier aus dem Meer und das Tier aus dem Land, ja, der Antichrist und der falsche Prophet. Und solche Pärchen, die findet man auch im Alten Testament schon. Aber ich für meinen Teil habe da eigentlich noch niemand drüber predigen gehört. Aber ich glaube zum Beispiel, dass alles, was im Neuen Testament steht, schon im Alten Testament vorhanden ist. Ja? Zum Beispiel, wenn der Paulus mit den Thessalonischern über bestimmte Dinge spricht, dann legt der Paulus ja das Alte Testament aus. Der schreibt das ja nicht irgendwie so, weil ihm das mal gerade eingefallen ist, sondern der erklärt den Thessalonischern das Alte Testament. Warum? Naja, weil das Neue noch nicht geschrieben war. Ja? Schreibt er ja gerade erst. Das heißt also, die Urgemeinde hat ja ihre ganze Eschatologie und ihr Evangelium, ihre Heiligungslehre, die Nachfolge Jesu, alles aus dem Alten Testament ableiten müssen, weil noch gar kein Neues Testament da gewesen ist. Und dem spüren wir so ein bisschen nach. Das bedeutet, wenn wir sehen, dass diese Dinge, die wir im Neuen Testament sehen, schon im Alten Testament geschrieben sind, und zwar schon Jahrtausende, bevor die überhaupt eingetreten sind, zum Beispiel Golgatha, ja? Zum Beispiel Pfingsten findet man Jesaja, ja? Oder Mose in der Wüste, die Schlange erhöht. Und wenn wir sehen, dass das alles schon Jahrtausende vorher angekündigt gewesen ist und dann in Christus erfüllt wurde, dann versteht man plötzlich, die Bibel hat System, die hat Struktur. Das ist nicht wie beim Koran. Ja, der Koran hat seine Suren der Länge nachgeordnet. Also ist, glaube ich, die einfachste Struktur und Ordnung, die man irgendetwas geben kann. Ja? Aber wenn man sieht, dass diese Dinge im Alten Testament vorhanden sind, dann wirkt das für uns natürlich sehr glaubensstärkend, weil man damit beweisen kann, dass das Wort Gottes Gottes Wort ist, weil das sich kein Mensch hätte vorher ausdenken können. Ja, denn wie kann jemand im Richterbuch schon schreiben vom falschen Propheten, ja? Der ja überhaupt erst 2.500 Jahre später, 3.000 Jahre später erst kommt. Das ist schon spannend, ja. Und man sieht die Struktur, dass das in der Bibel immer weiter fortgeführt wird, bis der Johannes in der Offenbarung das ganz fein ausformuliert, wie ein Uhrmacher. Ganz fein wird das ausziseliert, bis in alle Details. So detailliert, dass man sich da fast schon verzettelt drin, wenn man nicht aufpasst. Ja? Und dem wollen wir so ein bisschen nachspüren heute Abend. Ich habe euch ein paar Bilder auch mitgebracht. Vielleicht kann mir jemand sagen, wer das ist hier vorne. Antiochus. Antiochus, ja. Das ist Antiochus Epiphanes, ja. Ich finde, der sieht super aus hier. Oder? Das ist doch der Brad Pitt der Antike, oder? Ich finde, das ist, also guckt euch mal, ich meine, stellt euch den mal so in echt vor. Das ist so ein klassischer griechischer Kopf und ein hübscher Mann, ja? Und ein Typus für einen Antichrist. Das ist ja allein schon eine Predigt, ja? Das genügt ja eigentlich schon. Aber das sind Original, also Bilder, ja? Keine, also ich sag mal Büsten, ja? Die angefertigt sind nach ihm. Und ich zeige euch noch ein bisschen mehr. Wir waren im Mai in Hannover bei Geschwistern. Und dort bin ich in ein ägyptisches Museum gegangen, das gehörte einem Herrn Lederer, ein Hannoveraner Jude. Und erstaunlicherweise komme ich an so einer Vitrine vorbei und da haben die hier so eine Vitrine vom Antiochus dem Ersten aus Syrien, ja? Also das ist einer aus dieser Diadochen-Dynastie, der dort plötzlich auftaucht und den man hier auf so einer Drachme sieht, ja? Gibt es auch noch mehr von, ich habe da ein bisschen noch einen kleinen Zoom gemacht, so ganz gut kann man ihn nicht erkennen, ja? Sieht auch ein bisschen traurig aus. Hier ist das Auge, da ist die Nase, der Mund, ja, der guckt so da rauf. Kann man ein bisschen sehen, ja? Okay. Ich hatte irgendwo einen Zeiger noch hier. Moment. Damit kann man, glaube ich, zeigen. Ja, kann ich mal. So? Ja. Gut. Okay. Gibt es noch eine weitere Münze, ich will jetzt nicht alle durchgehen, das ist Antiochus der VIII. Aus Syrien, 121 bis 96 vor Christus. Der Antiochus Epiphanes, der war von 171 bis 164 vor Christus. Ja? Also das ist eigentlich so einer der Nachfolger, Antiochus der VIII. Schon, das ist der IV. Ja? Aber das sind alles echte Zeitzeugen aus dieser Dynastie der Seleukiden. Und dieser hier steht jetzt eigentlich so in der Nachfolge dieses Typus, der in der Bibel rausgepflückt worden ist von Gott eigentlich und wo er diese Prophetie von dem Buch Daniel hinführt bis auf diesen Antiochus Epiphanes und sagt, der kommt wieder.
das, was der schon mal gemacht hat in der Antike, 171, 164 vor Christus, das wird sich wiederholen. Ja? Denn wenn man mal guckt, der Antiochos Epiphanes, der hat ja regiert von 171 bis 164 vor Christus, das sind ja 7 Jahre. Ah, da kommen noch mal sieben Jahre in der Endzeit, genau. Ja, dann hätten die ja schon mal stattgefunden beim Antiochos. Ja, genau. Und Jesus sagt, wer den Propheten Daniel liest, ja, das liest, der merke darauf, von diesem Gräuel der Verwüstung. Das heißt, Jesus bezieht sich auf den Antiochos, denn den Gräuel der Verwüstung hat Antiochos angerichtet. Und zwar genau in der Mitte seiner Amtszeit. Der war also 7 Jahre lang, hat er geherrscht, und in der Mitte seiner Amtszeit hat er Jerusalem überfallen und dort ein Gräuel der Verwüstung angerichtet. Ach so, das heißt also, das, was Johannes in der Offenbarung schreibt, das hat der Daniel schon mal geschrieben, genau. Ja gut, aber da liegen ja auch 500, 600 Jahre zwischen. Ja, ja, klar. Und heute 2600, ja. Also das ist schon spannend. Vor dem Hintergrund jetzt natürlich zu sehen, dass Israel wieder existiert als Staat, ist ein Fanal für die Christenheit. Ja? Plötzlich ist der Staat Israel wieder da. Natürlich sagen manche, das waren die Rothschilds, die den gegründet haben. Ja, ja gut, sage ich, Gott lenkt ihnen allen das Herz. Auch den Rothschilds, ja, dann müssen die halt Israel gründen. Ja? Kyros war auch ein heidnischer König. Der hat auch Israel wieder zurückgeführt. Da haben wir gesagt, ja, ist ein Zufall. Ja? Ja, gut, aber die Bibel sagt, Kyros wird das tun. Ja, die sagt es vorweg. Und so ist es heute auch. Ja? Das spielt ineinander und Gott hat da so seine Wege. Also das ist ganz spannend, das wollte ich euch nur zeigen. Das sind so Zeitzeugen, war ich natürlich elektrisch. Ja? In Hannover hatte ich da nie gerechnet, wie in so einem ägyptischen Museum, das zu finden. Ja? Also das ist dieser Antiochos Epiphanes, ganz klassischer Kopf. Ja? Und von dem sagt Jesus, oder ich sage mal anders, der ist der Typus auf einen Herrscher, der noch kommt, der genau das tut, was Antiochos schon mal getan hatte. Und wenn Jesus von diesem endzeitlichen Antiochos spricht, dann sagt er, ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. So ein anderer wird in seinem eigenen Namen kommen, den werdet ihr annehmen. Das heißt, Jesus, der Christus, kam im Namen des Vaters und sie wollten ihn nicht. Und dann kommt einer, kommt in seinem eigenen Namen. Das ist die Antithese Christi. Das ist der Gegenchristus, der Anstattchrist. Und den werdet ihr annehmen. Wer? Na ja, die Juden werden den annehmen. Und ich befürchte fast, auch ein Großteil der Christen. Ja, aber das sieht man mal noch, wenn das soweit ist. Also dieser Antiochos Epiphanes ist in der Bibel, und da ist Übereinstimmung auch unter den Bibelauslegern, der Typus für den Antichrist schlechthin. Nur betrachtet man den nicht so sehr im Detail, weil man der Bibel das nicht zutraut, dass die Bibel noch genauer ist als das, was man da so bisher unterstellt, dem Daniel 11. Aber Jesus sagt ja, fragen wir mal im Anschluss, schreib es gerne auf, ja, kommen wir gut durch. Im Anschluss nehmen wir ein bisschen Zeit für Fragen. Ja. Jesus sagt ja, wer das liest, der achte darauf. Und der verweist auf Kapitel 11. Jesus verweist auf Daniel 11. Und er sagt nicht, überfliegt das nur, weil es sind ja nur Seleukiden und keine Römer, wie das heute oft geschieht in der Exegese. Ja. Sondern er sagt, achtet darauf, das ist wichtig, was da steht. Seid achtsam, wenn ihr das sagt Jesus. Und dieses Kapitel, worauf er verweist, ist Daniel 11. Und Daniel 11, ich glaube Vers 32, steht von diesem Gräuel der Verwüstung. Und den hat der hier angerichtet. Dieser Gräuel der Verwüstung wird nicht aufgerichtet, als ob das eine römische Feldstandarte wäre. So hört ihr das immer bei klassischen Auslegungen. Dieser Gräuel wird angerichtet. Warum? Weil der den schon mal angerichtet hat in der Mitte seiner Amtszeit, weil er Jerusalem überfallen hat. Und dort in Jerusalem Zehntausende von Menschen umgebracht hat. Wie der Fuchs im Hühnerstall. Das ist alles schon mal gewesen. Das heißt, das, was Johannes für die Endzeit uns in der Offenbarung weitergibt, das ist alles schon mal dort abgelaufen. Ja gut, das würde ja bedeuten, man müsste mal gucken, wie das damals war, um zu wissen, was kommt. Naja, das würde ich aber schon empfehlen. Und das hat der Paulus mit den Thessalonichern gemacht. Der hat Daniel 11 gelesen. Und wenn Jesus auf Daniel 11 verweist, dann könnte Jesus eigentlich sagen, wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung sehen steht an heiliger Stätte, wo er nicht stehen soll, dann achtet auf Daniel 10, 11 und 12, was ich dem Daniel gesagt habe. Denn in Daniel 10 steht von jemandem, der zu Daniel kommt, der genauso aussieht wie der Christus, der auferstandene Christus in der Offenbarung. Jesus ist da sehr bescheiden. Der lässt es offen.
Der sagt, wer der liest vom Gräuel der Verwüstung, wer da im Daniel und so weiter, achtet darauf. Aber er hätte sagen können, ich habe das dem Daniel gesagt. Das ist mal spannend, das müsst ihr mal gucken, wie Jesus dort, das ist praktisch der präexistente Christus, der taucht in Daniel 10 auf. Und in der Offenbarung wieder. In Daniel trägt er einen Gürtel, als ob er ein Schwert trägt, weil er im Kampf ist. In der Offenbarung trägt er einen Brustschild, weil er dort Priester ist. Er ist gestorben, er ist auferstanden. Er ist ja König und Priester. Und er taucht in diesen beiden prophetischen Büchern beide Male auf. Das ist heftig. Das ist heftig. Und da kann man auch als Bibelkritiker nicht dran vorbei. Das steht ja im Wort. Ja? Viele kritisieren auch den Daniel und sagen, ja gut, ja, das ist so nach und nach zusammengestellt worden. Nee. Dazu müssten ja alle Buchrollen im Mittelmeerraum, die Tora-Rollen aus den Schränken rausgeholt worden sein und aufgeschnitten worden sein. Und mit ein bisschen Patex hat man dann den Daniel 11 da reingeklebt. Ja? Und dann wieder zu. Und das muss alles in einer Nacht passieren. Das ist theologische Notwehr, sage ich da immer gerne zu. Ja? Weil man natürlich will, dass der Daniel so hoch angesiedelt wird. Aber das ist das, was wir an Strukturen in der Bibel finden. Und ich finde, diese Linien muss man ziehen. Ja? Und wenn man diese Linien gelegt hat, dann kann man auch mal in die Weltgeschichte gucken. Dann kann man auch mal gucken, ob dieser oder jene Politiker heute vielleicht antichristliche Züge hat. Und die tragen die wahrscheinlich alle. Ja? Also einen antichristlichen Geist haben die auf jeden Fall. Das merkt ja langsam auch. Gut, die Christen merken das nicht so sehr, aber selbst Leute in der Welt merken das ja mittlerweile. Ja, ja, das kann man ja fast mit Händen greifen, ja, Olympia und Co. Ne? Das wird ja immer deutlicher. Ja? Nachher, ja. Also dieser Antiochos Epiphanes, den kennt man schon mal. Und schaut mal, wie viel Platz der einnimmt im Danielbuch. Also das ist das Kapitel 11, von Vers 21 bis zum Schluss, bis Vers 45. Das ist alles Antiochos Epiphanes. Das ist viel. Ja, die Bibel ist oft sehr wortkarg, die ist sehr zurückhaltend. Aber bei Antiochos Epiphanes geht sie total ins Detail. Ja? An dessen Stadt wird aufkommen ein Ungeachteter, also anstatt seines Vorläufers. Ja? Da kommt ein Ungeachteter. Antiochos war ein Ungeachteter, der war in Rom und dem war die Königsherrschaft nicht zugedacht. Ja? Der hat seinen Bruder umbringen müssen dafür. An dessen Stadt wird aufkommen ein Ungeachteter, welchem die Ehre des Königreichs nicht zugedacht war. Der wird mitten im Frieden kommen und das Königreich mit süßen Worten einnehmen. Und dann geht das alles runter, wie er dann kommt und was er tut und so weiter. Und das ist alles Antiochos Epiphanes. Beziehungsweise, wenn man das etwas genauer liest, dann sieht man eigentlich, ich springe da mal ein bisschen drüber weg, dass der Text einen Sprung macht. Ja? Der handelt also von Vers 21 bis Vers 35, handelt er vom antiken Antiochos Epiphanes. Und ab Vers 36 macht er einen Sprung zu einem endzeitlichen König. Ach so, dann würde das also bedeuten, hier im roten Bereich, das ist schon mal ein alttestamentliches Muster. Und dann springt der Text in die Endzeit und bespricht dort den endzeitlichen König. Genau. Ja, dann könnte man also sagen, die Zeit vom Antiochos Epiphanes war so ein Modell. Und dann kommt das wieder in der letzten Zeit. Genau. Dann würde man das ja da im Text so sehen können. Dann würde ja hier im vorderen Teil der antike Antiochos beschrieben, ja, was der alles tut. Dann macht die Bibel einen Sprung. Und dann steht hier vom endzeitlichen, genau. Dann wären die ja so. Ja, das sind die gleichen. Das ist ja ein Tier, was war, was nicht war und wieder sein wird. Ja? Das heißt also, wir sehen hier im Text diese alttestamentliche Vorschattung und die endgültige Erfüllung. Deswegen sagt Jesus, achtet darauf. Ja? Ich will da jetzt nicht so sehr im Detail eingehen. Ich habe auch Videos darüber gemacht. In meinem Buch steht da auch so ein Detail von, warum da so ein Sprung ist. Ja? Viele von euch kennen das ja auch. Ja? Hier steht ja, diesem König, diesem Antiochos Epiphanes, der wollte immer Ägypten erobern. Das ist ihm aber nie gelungen. Ja, der hat es versucht, aber das hat nie geklappt. Und dann irgendwann macht der Text einen Sprung zu einem König. Hier steht bei mir in der Bibel die Weissagen über den eigenwilligen König. Der König, der dann kommt, in Klammern, der wird tun, was er will. Und er wird sich erheben und es wird ihm gelingen. Das heißt, dem antiken Antiochos Epiphanes ist nicht gelungen, Ägypten zu erobern. Aber der König, der kommt, dem wird das alles gelingen. Warum? Weil der eine Wiederholung des antiken Antiochos Epiphanes ist. Das ist ein Spiegelbild. Und das sieht man hier im Text. Und das sagt Jesus. Und das findet man, wenn man Daniel gegen die Offenbarung legt. Und das ist spannend. Das würde ja bedeuten, dass endzeitliche Dinge schon im Alten Testament stehen. Ja, genau. Manchmal sage ich, eigentlich bräuchten wir das Neue Testament nicht. Ja? Dann schimpfen mich manche und sagen, natürlich brauchen wir das Neue Testament. Dann gebe ich denen auch gerne wieder recht und sage, natürlich brauchen wir das Neue Testament. Ja?
Ich will damit ja nur sagen, alles ist da im Alten Testament schon keimhaft drin angelegt. Und wenn wir das Alte Testament mit Gottes Geist lesen, dann wird das zum Neuen Testament. Das wird neutestamentlich. Und ihr könnt da alles finden. Golgatha und die Auferstehung, die Himmelfahrt Christi, die Höllenfahrt Christi, Psalm 18, ja? Die Auferstehung Christi, die Auferweckung Christi. Dann könnt ihr den ganzen Opferriten, könnt ihr Golgatha finden. Naja gut, die Wüste, die Schlange, die Mose in der Wüste erhöht hat, ja? Ein Bild auf Golgatha. Das heißt, das wäre alles im Alten Testament schon drin? Genau. Das will aber alles entdeckt werden, das will ausgegraben werden, das will abgewaschen werden, das will ein bisschen poliert werden, das glitzert in der Sonne. Das ist das, was wir mit dem Alten Testament machen. Und dann können wir zeigen, dass das alles wahr ist und die Linien, die verbinden wir verbinden ja auch Punkte in der Bibel, ja? Ihr wisst, das machen ja andere auch so in den alternativen Medien. Wir machen das in der Bibel. Wir verbinden die Punkte vom Neuen zum Alten Testament und binden das ganz eng aneinander und zurren das fest. Und dann sehen die Leute, oh, das stimmt ja, was in der Bibel steht. Ja, natürlich. Ja, dann warum soll ich das nicht glauben, wenn das stimmt, oder? Da entsteht also Glaube aus Bibelkenntnis und das machen wir hier. Und das ist mir so wichtig, dass man das sieht und das verstehen kann, was die Bibel über diese alttestamentlichen Strukturen sagt. Und deswegen machen wir heute so eine kleine Reise durch das Alte Testament. Das ist so klassisch die Stelle von diesem Tier aus dem Meer. Ja, habe ich da oben rechts hingeschrieben, das Tier aus dem Meer. Das ist Offenbarung 13. Ich trat an den Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meer steigen. Das hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Parder oder einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Mund wie eines Löwenmund. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Stuhl und große Macht. Seht ihr das hier? Das Tier ist wie ein Parder, ein Bär und ein Löwe. Und das kennt man schon aus Daniel. Nur in Daniel ist es umgekehrt aufgezählt. Da ist es Löwe, Bär, Parder. Löwe war Babylon. Bär war Persien, Medo-Persien, und der Panther war Griechenland. Ja? Aber der Johannes macht hier scheinbar einen Fehler. Der hat den Daniel nicht so richtig gelesen oder so. Der verwechselt da ja die Richtung, oder? Der zählt das ja falsch rum auf. Das ist ja hier, das ist Parder wäre ja Griechenland, Alexander. Und dann kommt Bär Persien und dann kommt Löwe Babylon. Das ist ja, als ob das rückwärts läuft. Das finde ich interessant. Das ist, als ob die Offenbarung sagt, die Zeit wird wieder zurückgedreht und zwar nicht zurück bis im Römischen Reich, sondern bis zum Babylonischen Reich. Bis in die Antike zurück, bis zu Antiochus zurück. Das läuft rückwärts. Da kommt alles wieder hoch, was in der Antike schon gewesen ist. Und wer seine Bibel kennt, der wird die Entwicklungen, die in der Endzeit, wenn die denn dann eintreten, an seiner Bibel nachvollziehen können. Der wird sagen, Moment mal, das ist ja genauso wie hier mit dem Antiochus damals war. Ja? Und das ist spannend. Das heißt, der Johannes, das kann man hier sehen. Ja? Das Tier, das ich sehe, das wird rückwärts gedreht. Die Geschichte läuft zurück dahin, wo Gott die aufgehört hat. Und Gott setzt dann da wieder an. Ja? Und der Drache gab seine Kraft und seine Kraft und seine Stuhl und große Macht. Und ich sah seine Häupter eines, als wäre es tödlich wund. Ich sage jetzt mal etwas verkürzt, Antiochus Epiphanes. Und seine tödliche Wunde ward heil, weil der kommt wieder. Dieses Antiochusreich ist tödlich verletzt worden, militärisch untergegangen und kommt in der letzten Zeit wieder. Es ist nicht so, als ob der Antichrist in der letzten Zeit stirbt und wieder aufersteht. Manchmal hört er das, ja? Als ob er die Auferstehung nachäffen würde. Das kennt die Bibel nicht. Aber dieses Reich wird wiederkommen. Dieser Typus kommt wieder. Ja? Das meint die Bibel hier. Und er sagt hier, ich sah seine Häupter eines, als wäre es tödlich wund, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und der ganze Erdboden verwunderte sich des Tieres. Warum? Ja, weil die alle das Römische Reich erwarten. Und nicht einen antiken Antiochus, dass der wiederkommt. Die warten auf einen römischen Cäsar oder einen Diktator aus dem Westen oder irgendwas in der Art und Weise. Ja? Aber aus dem zerrupften Europa, in dem wir langsam leben, jetzt wird ja langsam auch deutlich, was mit Europa passiert. Ja? Das ist ja in Decline, sagen die Amerikaner, das ist ja im Niedergang. Ob dann noch so ein Weltherrscher kommen wird, ja, das muss man noch mal abwarten. Aber der Nahe Osten, der ordnet sich neu. Und der wird Strukturen annehmen, wie die Bibel sie kennt. Und das wird verwunderlich sein für alle, die auf dem Erdboden wohnen. Die wundern sich alle, ja, und sie beten den Drachen an, der dem Tier die Macht gab. Das ist der Teufel.
Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit dem kriegen? So wie die den Antiochos verehrt haben. Antiochos Epiphanes, ja? Epiphanie ist die göttliche Erscheinung. Ja? Also wenn man eine Gottesoffenbarung hat, hat man eine Epiphanie. Antiochos hat gesagt, ich bin der göttlich Erscheinende. Das ist ein lästerlicher Name, oder? Das wird wieder kommen, die beten das Tier an. Epiphanie. Und das wird alles wieder kommen. Und das ist ein Tier aus dem Meer. Antiochos war kein Jude, ja? Antiochos war ein Grieche. Es war dem gegeben, große Dinge zu reden und Lästerung. Und es war dem gegeben, dass es mit dem Werte 42 Monate, das sind 3,5 Jahre, ja? 3,5 Jahre wird er herrschen. Und es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Hütte und die im Himmel wohnen. Und ihm ward gegeben, zu streiten mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm ward gegeben, Macht über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist von Anfang der Welt. Hat jemand Ohren, der höre. Wenn jemand in das Gefängnis führt, der wird in das Gefängnis gehen. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, der muss mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Wie gesagt, haltet aus, wartet ab. Die Zeit wird vergehen. Geht da durch, ja? Und seid standhaft. Bleibt da nicht drin stecken. Und dann kommt der zweite Teil, dann, und das ist jetzt das Tier aus dem Land. Ja? Und ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde oder aus dem Land. Im Griechischen steht da Ges, ja? Das ist die bewohnte Erde oder die feste Erde im Unterschied zum Meer. Und da kommt ein Tier aus dem Land Israel. Ja? Das andere ist aus dem Völkermeer, aus Syrien, ja? Antiochos, ein Seleukide. Und hier kommt ein Tier aus dem Land. Ich will euch nur dieses Pärchen zeigen. Ja, weil wir diese Pärchen suchen wir gleich im Alten Testament. Und wir haben hier praktisch das Tier aus dem Meer gehabt und jetzt kommt dieses Tier aus dem Land. Ein falscher Prophet, ein Lügenprophet aus dem Land Israel. Und der wird folgendermaßen vorgestellt. Ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte 2 Hörner wie ein Lamm. Ah, wie ein Lamm. Es ist kein Lamm. Es sieht nur so, es sieht fromm aus. Ja? Es ist aber kein Lamm. Und redete wie ein Drache. Ja? Also wer nur auf die Augen achtet, der kann das nicht unterscheiden. Wir müssen hören. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja? Die Augen sind schnell getrügt. Ja? Und es übt alle Macht des ersten Tieres vor ihm. Ich habe jetzt alles, was dieses Tier aus dem Land betrifft, habe ich so bläulich gemacht. Und das hier mit dem Tier aus dem Meer, das habe ich orange gemacht, dass man es ein bisschen unterscheiden kann. Ja? Es übt alle Macht des ersten Tieres vor ihm und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier, dessen tödliche Wunde heil geworden war, weil dieser Antiochos wieder aufersteht, ja? Weil der wiederholt wird in der Endzeit. Dieses Reich des Antiochos, das kommt wieder. Ja? Und es tut große Zeichen, also diese Zeichen in der Endzeit, die tut nicht der Antichrist. Der Antichrist tut keine Zeichen und Wunder. Seine Ankunft geht mit Zeichen und Wundern einher. Aber Zeichen und Wunder tut dieser falsche Prophet. Der macht das. Auch Paulus, wenn er davon schreibt, müsst ihr genau mal lesen, weil viele sagen, der Antichrist, der tut dann irgendwelche Zeichen und Wunder. Das kennt die Bibel nicht. Zeichen und Wunder kommen von diesem Tier aus dem Land. Ja? Das tut große Zeichen, dass es auch macht Feuer vom Himmel fallen vor den Menschen und verführt, die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind, zu tun vor dem Tier. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen, dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Jetzt macht er praktisch die Anbetung für dieses Tier aus dem Meer. Das organisiert dieser falsche Prophet, ja, das Tier aus dem Land. Und es ward ihm gegeben, dass es dem Bild des Tieres den Geist gab, dass des Tieres Bild redete. Das finden wir gleich nochmal im Alten Testament, dieses Bild, dieses Götzenbild. Ja? Das zeige ich euch gleich nochmal. Deswegen lesen wir den Text so ein bisschen, dass wir ein bisschen Basis haben. Ja? Und machte, dass alle, welche nicht des Tieres Bild anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Knechte allesamt sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Das machen die selber. Der macht das Wollen. Einer meiner Chefs hat gesagt, sie müssen die Kunden Wollen machen. Sie müssen die nicht überreden. Sie müssen das so machen, dass die das selber wollen. Kein Druck erzeugen, Sog erzeugen. Ja? Und das erinnert mich immer daran, wenn ich diese Bibelstelle hier lese. Das macht, dass die Kleinen und die Großen sich selber ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann. Er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens,
Hier ist Weisheit, wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, oder hier steht im Griechischen auch, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Das steht immer auf den Nummernschildern, oder? Ich habe so einen Tick mit Nummernschildern. Ja, und 666, 999 und so, das ist so, oder 4x6 oder 4x9, ja, oder 6999 ist ganz, ganz oft. Was ich selten sehe, ist 777, ja, oder 888, sieht man, finden wir auch selten, ja. Aber 666 finde ich ganz oft. Wen das interessiert mit dem Malzeichen, können wir uns auch gerne nachher unterhalten noch drüber, ja. Finde ich auch ein spannendes Thema. Also wir haben diese beiden, das Tier aus dem Meer und das Tier aus dem Land. Und jetzt wird es spannend, weil wir finden die auch im Alten Testament, ja. Also hier haben wir zum Beispiel, nur dass ihr das nochmal seht, das Tier aus dem Meer ist für mich der Antichrist. Manche werfen das auch durcheinander, ja. Die sagen, dass das Tier, der Antichrist das Tier aus dem Land wäre. Will ich jetzt nicht so im Detail drauf eingehen. Ich glaube aber nicht, dass das haltbar ist, ja. Müsste man sich genau anschauen. Und das Tier aus dem Land, der falsche Prophet, ja, der diese Anbetung organisiert. Und das gibt es auch im Alten Testament. Das heißt, wir haben Seba und Zalmunna, Sihon und Og, Oreb und Seb, Jabin und Sisera. Und noch mehr. Ja? Das heißt, wir haben hier so ein Pärchen, ja, von dem Tier aus dem Meer und dem Tier aus dem Land, was in der Endzeit auftaucht. Dieses Pärchen Antichrist und falscher Prophet, von dem Johannes spricht, das ist scheinbar für die Bibel gar nichts Neues. Das kennt die Bibel schon. Aber das ist noch ganz keimhaft angelegt, das ist noch ganz, wie soll man so, angehaucht, angedeutet, ja, das ist noch nicht so vollends ausformuliert im Alten Testament. Was wir jetzt machen, ist, wir machen jetzt Rückwärtsprophetie, ja. Prophetie geht ja eigentlich immer in die Zukunft, aber wir machen jetzt was anderes, wir machen jetzt eine Rückwärtsprophetie. Wir kennen jetzt diese Struktur hier schon aus der Offenbarung, ja, die hat der Johannes uns schon verraten, und mit der Kenntnis gehen wir jetzt zurück ins Alte Testament und gucken mal, ob wir da was finden können. Und das erste Pärchen ist hier Seba und Zalmunna, ja. Seba und Zalmunna, die wohnten hier unten in Midian. Das war so ihr Wohngebiet. Seba und Zalmunna waren laut www.bibelwissenschaft.de zwei Midianiterkönige. Seba bedeutet Schlachtopfer oder Schlechter. Und Zalmunna bedeutet Schatten ist versagt oder Zalm hat abgewehrt, arabische Gottheit. Also der hier, der bringt euch keinen Schatten, keinen erfrischenden Schatten, weil es ein falscher Prophet ist. Der bringt keine gute Lehre, sondern böse Lehre. Und das ist ein Schlechter, dieser Seba. Der wird ein Gräuel der Verwüstung anrichten. Ist aber noch sehr fein. Man kann das nicht verstehen ohne das neutestamentliche Wissen über dieses endzeitliche Pärchen. Ja? Aber im Rückgang, wenn man zurückgeht dahin, dann findet man das und man legt das vielleicht erstmal ab und will das auch nicht überinterpretieren. Ja? Aber man sammelt mal diese Strukturen und geht da mal so durch und findet ja auch noch mehr. Sihon und Og. Sihon war, also die haben hier ihr Stammesgebiet gehabt, ja, den Amoritern hier, ja. Im Norden war der Og und im Süden war der Sihon. Sihon war ein in den 5 Büchern Mose genannter Amoriterkönig, ja, hier in Hesbon, an den die Israeliten bei ihrer Ankunft im Ostjordanland Boten sandten, mit der Bitte, durch sein Land ziehen zu dürfen. Sihon verweigerte den Durchzug und rückte ihnen mit seiner Streitmacht entgegen. Also die kommen aus Ägypten zurück, wollen sie ins gelobte Land, müssen durch sein Land jetzt durchziehen und sagen, bitte lass uns durch, wir gehen nicht rechts, wir gehen nicht links, wir machen deine Ernte nicht kaputt, wir wollen nur in unser Land nach Hause. Ja? Und der verbietet ihnen das, der erlaubt ihnen das nicht, geht dann gegen die. Ja? Sihon verweigerte den Durchzug und rückte ihnen mit seiner Streitmacht entgegen. Er wurde jedoch bei Jaza von den Israeliten geschlagen. Israel nahm sein Land ein vom Arnon bis zum Nar-Etz-Zarka, bis zum Jabbok. Der Arnon, der liegt irgendwo hier, und der Jabbok ist hier in der Höhe. Ja? Und sie siedeln sich in den Städten an. Das Land des Sihon wurde Ruben und Gad zugeteilt. Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse blieben ja jenseits des Jordans. Nur die anderen Stämme sind hier eingewandert. Ja? Das hat auch seinen Sinn. Hängt auch mit unserem Tier aus dem Land zusammen. Also Sihon und Og, ja. Und der Og, dieser hier, ja, war ein in den 5 Büchern Mosen genannter Amoriterkönig in Baschan, an den die Israeliten bei ihrer Ankunft im Ostjordanland Boten sandten, mit der Bitte, durch sein Land ziehen zu dürfen. Also sie wollten hier durch und auch hier durch, damit sie hier rüber gehen können. Ja. Og verweigerte den Durchzug und zog mit ihnen mit seinem ganzen Volk zum Kampf entgegen.
Er wurde jedoch bei Edrei von den Israeliten geschlagen. Die Israeliten nahmen die Städte der Hochebene ganz Gilead, das ist hier oben Gilead, ja, und den ganzen Baschan bis nach Salka und Edrei ein. Das ist praktisch bis nach Damaskus hierauf. Das haben die alles eingenommen von ihm. Das Gebiet wurde dem halben Stamm Manasse zugeteilt. Das haben wir schon. Manasse und Ruben und Gad, ja. Also Manasse und Ruben und Gad, das war das Stammesgebiet von denen. Aus diesem Stammesgebiet hier, jenseits des Jordan, da kommt der falsche Prophet her. Das führt uns jetzt aber zu weit. Das heißt, hier werden zwei Midianiterkönige gezeigt, deren Stammesgebiet später zum Stammesgebiet Israels dazugehört. Und wenn man heute davon spricht, dass der falsche Prophet aus dem Land kommt, das Tier aus dem Land ist, dann sagen alle aus Israel und alle erwarten, dass das hier links vom Jordan ist. Das ist Israel. Aber das Stammesgebiet ging ja weiter. Das gehörte ja auch zu Israel damals dazu. Ja? Das war das Gebiet Manasses. Ja? Und diese Perspektive, die fehlt uns manchmal. Ja, die braucht man auch. Führt jetzt aber zu weit, ja? Das Gebiet wurde dem halben Stamm Manasse zugeteilt. In 5. Mose 3 wird Og als der letzte der Riesen bezeichnet. Das ist bestimmt für viele auch interessant, weil die Riesen werden ja immer so ein bisschen auch gerade wieder modern in der Bibel, ja, dass es diese Riesen gegeben hat. Sein eisernes Bett war 9 Ellen lang und 4 Ellen breit, also 4,71 Meter lang und 2 Meter breit. Das ist schon eine beeindruckende Persönlichkeit. Groß, ja? Also das ist ein großer Herrscher gewesen. Und wieder so ein Pärchen, deren Schicksal mit dem Volk Israel zusammenhängt, ja? Und die im Alten Testament genannt werden. Das ist auch spannend hier. Sihon bedeutet, schmeiß den weg, ja? Und Og bedeutet, der taucht nichts. Ja? Und das ist fast so eine, die Hebräer lesen das ja anders. Die wissen ja, was Sihon und Og heißt. Wir Europäer müssen das ja erstmal für uns übersetzen. Aber wenn die diese Texte lesen, dann lesen die immer hier von dem Abfall, ja, das ist der Kehricht und der hier, ein gebeugter, verkrümmter, verkrüppelter, einer, der nichts taugt, nichts vorne, nichts hinten. Und so ein Pärchen kommt wieder. Das wird wieder kommen, ja. Oreb und Seb, auch Midianiterkönige, wieder so ein Pärchen, ja, die zusammen auftauchen. Oreb heißt Rabe und Seb heißt Wolf oder Schakal. Sind zwei Midianiterhäuptlinge, die nach Richter 7 und Richter 8 im Rahmen eines von Gott geschenkten Sieges über die Midianiter von den Männern Ephraims getötet und deren Köpfe anschließend Gideon gebracht wurden. Die werden zitiert im Psalm 83, dort zusammen mit Seba und Zalmunna und in Jesaja 10 nochmal hier zusammen mit Seb. Ja, diese beiden Stellen, Psalm 83 und Jesaja 10, nehmen auf die kurze Notiz in Richter 7 Bezug. Das heißt also, diese Begebenheit in Richter 7, die von Oreb und Seb handelt, spricht von einer großen Schlacht, die dort geschlagen wurde gegen die Midianiter. Apokalyptisch groß. Diese Midianiter-Schlacht war sehr groß, sodass die fast ein Bild ist auf, ich weiß nicht genau, ich habe die Karte, glaube ich, na, die kommt später nochmal. Das hat immer wieder mit apokalyptisch großen Schlachten zu tun, die die Bibel da beschreibt. Als ob sie vorherschattet, was in diesem Land in der Endzeit kommt. Und wieder so ein Pärchen, Oreb und Seb. Ja, hier habe ich Psalm 83 für euch. Mache ihre Fürsten wie Oreb und Seb, alle ihre Obersten wie Seba und Zalmunna, die alle umgekommen sind, ja, weil sie Feinde des Gottesvolkes waren. Und Jesaja 10, als dann wird der Herr Zebaoth eine Geißel über ihn erwecken, wie in der Schlacht Midians auf dem Felsen Oreb, und wird seinen Stab, den er am Meer brauchte, aufheben wie in Ägypten. Das müssen wir im Zusammenhang lesen. Jesaja 10 ist ein messianisches Kapitel, das spricht von dem Messias, wenn der Messias-König wiederkommt. Und wenn Christus als Messias wiederkommt, dann bringt Jesaja 10 das in Verbindung mit Oreb und Seb, mit dieser apokalyptischen Schlacht, die hier stattfand. Das sind Beziehungen, das ist spannend. Und da öffnet sich die Bibel, die bekommt Struktur. Das ist nicht einfach nur so geschrieben. Jesaja zitiert dort Texte, die nochmal hunderte von Jahren älter sind als er. Er schreibt 800 vor Christus. Ja? Also Jesaja ist heute 2800 Jahre alt und der verwendet Texte, die nochmal 500, 600 Jahre älter sind und bezieht sich auf Dinge, die dort schon vorhergesagt wurden, die Jesaja dann nimmt, um dort mit messianischen Texten, Stellen das zu verbinden, die den Bezug haben auf ein Endzeitpärchen. Ja? Ich weiß nicht, ob ich euch gedanklich da verliere, ja? Aber das sind so Bezüge, wo ich sage, diese Linien muss man eigentlich ziehen.
Und dann bekommt die Bibel so eine Struktur und dann sehen wir, dass die Geschichte, die die Offenbarung uns zeigt, eine alte Geschichte ist. Eine, die schon immer in der Bibel stand. Eine, die sich schon immer abgespielt hat. Eine, die Gott schon immer in sein Wort aufgenommen hat. Und wenn wir das Alte Testament besser kennen würden, wäre die Offenbarung für uns gar nicht so fremd. Zumindest würden uns viele Strukturen viel bekannter vorkommen. Und das, glaube ich, wenn ich das einwerfen darf, das wird dem wiedergeborenen Überrest in Jerusalem in der Endzeit so gehen. Das werden Juden sein, die kommen zum Glauben an Jesus. Und die sind seit dem 12. Jahr, Schuljahr in der Yeshiva. Die armen Kerle müssen zwar immer Talmud lesen, aber vielleicht lesen sie ab und zu mal was in der Bibel, im Tanach, ja. Die haben aber, sind aber Ursprachler, die sprechen Hebräisch, die kennen die Texte dann sehr gut. Viele kennen die auswendig. Wenn die zum Glauben an Jesus kommen und die Offenbarung lesen, dann sagen die, die Offenbarung ist eigentlich Altes Testament. Genau, ist voller alttestamentlicher Bilder. Ja? Und das sind die Bezüge, die wir eigentlich hier finden. Die Offenbarung nimmt wieder Bezug auf dieses Alte Testament und öffnet dort überall die Dinge, als ob sie sagen will, schaut mal, das steht alles schon im Alten Testament und das wird in Bälde kommen. Das kommt schnell, sagt die Offenbarung dann. Ja? Ich kann das leider nur so ein bisschen anreißen. Hiermit möchte ich mich gerne ein bisschen länger beschäftigen, weil die zwei sind hochspannend. Jabin und Sisera. Jabin war ein großer König. Und dieser König kommt zweimal vor im Richterbuch und später nochmal in Josua. Erst in Josua und später nochmal im Richterbuch. Ja? Also im Richterbuch steht hier von dem Jabin, aber die Kinder Israel taten Fürderübel vor dem Herrn. Das ist, Entschuldigung, meine alte Lutherbibel. Ja? Also die Israeliten taten Fürderübel vor dem Herrn, da Ehud gestorben war. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs der Kanaaniter, der zu Hazor saß. Hazor ist eine Ortschaft nördlich vom See Genezareth, ja? Und sein Feldhauptmann war Sisera. Und er wohnte zu Haroshet Goyim. Haroshet Hagoyim. Die Goyim sind die Heiden. Ja? Und Haroshet ist ein Götzenbild. Also sein Feldhauptmann wohnt in einem heidnischen Götzenbild, in einem Ort, der ein... Erinnert euch das, haben wir doch eben gelesen, oder? Da macht doch einer ein Bild, was sprechen kann, was angebetet wird. Ein Götzenbild. Aha. Ja, und das wird hier schon, das kommt da irgendwie, ich zeige euch das gleich nochmal im Detail, das wird hier schon angedeutet. Sein Feldhauptmann war Sisera und er, also dieser Feldhauptmann, wohnte zu Haroshet der Heiden. Und die Kinder Israel schrien zum Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen. Also Leopard 2 ist hiermit gemeint, ja? Kampfwagen, ein mächtiger König, Großkönig, ja? Und zwang die Kinder Israel mit Gewalt 20 Jahre. Weil sie gottlos waren, hat Gott sie unter diesen König gegeben, ja? Am Bach Kishon traf Siseras Heer auf die israelitische Streitmacht unter Führung Baraks und Deboras. Barak und Deborah waren Israeliten und die haben gegen den Sisera gekämpft. Beim Anblick der Israeliten floh Sisera mit seinen Kriegern bis Haroshet Hagoyim. Seht ihr das? Ha heißt immer das. Ha Aretz. Ja, ist eine israelische Zeitung. Aretz, Eretz, Eretz Israel. Eretz ist das Land. Ha Aretz ist die Welt. Das heißt halt in Israel nicht die Welt, sondern Ha Aretz. Ja? Hagoyim. Haroshet Hagoyim. Haroshet ist dieses Standbild. Rosh hört ihr daraus. Rosh ist das Haupt. Ja? Gog und Magog. Ja? Und da kommt auch der Fürst von Rosh. Rosh Hashanah ist eins der ist das Neujahrfest der Juden. Ja? Und Rosh ist das Haupt. Etwas, was aufgestellt, was aufgerichtet ist, was aufrecht steht. Ein Haupt. Etwas, was erhöht ist. Ja? Das heißt, das ist ein Haroshet. Harosh, dieses Standbild der Heiden, ein heidnisches Götzenbild. Das heißt, wir lesen hier Richterbuch. Mose, Josua, Richter, Ruth und so weiter. Ja, das ist also nach dem Tanach das zweite Buch. Und da wird was keimhaft schon angedeutet. Das finde ich spannend. Ja. Also die wurden dann vernichtend geschlagen. Ja. Dort wurden die Kanaanäer vernichtend geschlagen, während Sisera die Flucht gelang. Er fand bei Jael, einer angeblich Verbündeten Jabins, Unterschlupf. Diese Jael war eine Frau und die hat zu dem Sisera gesagt, du armer Sisera, du siehst ja ganz verzauselt aus, wo kommst du denn her?
warst du in der Schlacht oder was? Da sagt er, ja, ich bin ganz müde. Da sagt er, komm, leg dich zu mir, ich gebe dir ein bisschen Milch. Dann hat sie ihm Milch gegeben, da ist er noch müder geworden, ist er eingeschlafen. Dann hat sie einen Flock genommen und hat den Flock durch die Schläfe gehauen. Dann war der tot. Ja? Und das ist auch ein Bild. Denn die Gemeinde Jesu kommt irgendwann auch wieder und kämpft mit Christus. Das war eine apokalyptisch große Schlacht. Der hatte 900 Streitwagen. Das ist aber nur keimhaft angedeutet. Das ist noch nicht ausformuliert. Ja? Das können wir nur rückwärts verstehen, weil wir das schon aus anderen Stellen in Offenbarungsbüchern kennen, wie Daniel oder Offenbarung oder Jesaja. Ja? Finden wir das, diese Muster wieder? Warum macht Gott denn sowas? Weil er uns zeigen will, dass er sagt, seht mal, ich wusste das alles schon vorher. Und was jetzt passiert, das ist alles schon in meinem Ratschluss gewesen. Schon vor langer, langer, langer Zeit. Da wart ihr noch gar nicht geboren, da gab es euch noch gar nicht, da wusste ich schon davon. Und ich habe das alles schon aufschreiben lassen, damit ihr glaubt. Das ist wahr, ja? Ich möchte gerne, sagt Gott, damit ihr wisst, das war ist schon vor langer, langer Zeit in meinem Ratschluss gewesen. Und das wird kommen. Das wird wieder auftauchen. Jesus sagt, wenn ihr das seht, fürchtet euch nicht. Das muss zum Ersten so kommen. Ja? Warum? Weil es im Richterbuch schon steht. Ja? Das heißt, diese Linien sind für uns sehr glaubensstärkend. Natürlich ist das ein bisschen, wie sagt man denn dazu, ein bisschen theoretisch, ein bisschen akademisch. Ja? Aber ihr seid ja auch gut im Thema. Und für mich ist das schön, wir forschen in der Schrift, wir gehen immer tiefer rein, wir kommen nicht an einen Punkt, wo die Bibel nicht mehr tragfähig wäre. Im Gegenteil, wir finden immer mehr, das ist unglaublich, was da an Gehalt in dieser, das ist heiliges Wort. Und Gott zeigt uns, und das ist eigentlich so, deswegen sage ich Rückwärtsprophetie, wir gehen rückwärts in diese alten Texte und finden diese Strukturen da, und da müssen wir sagen, Gott wusste das alles schon. Ja, der wusste schon, dass ein Antiochos Epiphanes kommt, natürlich. Der weiß, dass ein Antichrist kommt. Na, Jesus sagt es doch. Und das findet man im Richterbuch. So, und jetzt möchte ich den Theologen, den Bibelkritiker möchte ich jetzt sehen, der daran vorbei kann. Da kann keiner vorbei. Da kann keiner vorbei. Ja? Das sind Dinge, die man in Gottes Wort finden kann. Deswegen ist das für mich Gottes Wort. Ja? Ich finde das wunderschön. Ich freue mich da immer drüber. Ja? Deswegen zeige ich euch das auch. Ja? Und das ist für mich so eine Rückwärtsprophetie. Es wird aber noch schlimmer. Ja? Also das wird noch doller mit den beiden. Also der Sisera findet bei der Jael einer angeblichen Verbündeten Jabins Unterschlupf. Er bat Jael um Wasser, weil er durstig war. Dieser aber öffnete einen Schlauch, in dem Milch war, gab ihm zu trinken und bedeckte ihn. Dann ist er halt eingeschlafen. Und Jael tötete Sisera, während er schlief, indem sie ihm einen Zeltpflock mit einem Hammer durch die Schläfe trieb. Mein lieber Schwan, da muss er aber einen guten Schlag haben. Da kannst du nicht zwei, dreimal schlagen, oder? Der wird ja wach, der arme Kerle. Ja? Der erste Schlag muss aber sitzen. Die war gut drauf, oder? Ja, ja. Frauen sind auch mehr, also, ne? Nee, jetzt kommen wir wieder ganz durcheinander. Ja? Im guten Sinne, ja? Keine Frage. Okay, also, da hat die Jael einen großen Sieg errungen, ja? Und in Richter 45 Sera nochmal im Siegeslied der Deborah erwähnt, das nur der guten Ordnung halber. Hier habe ich euch eine Karte mitgebracht, wo man das sehen kann. Das ist die Ebene Hamageddon. Das ist Hamageddon, ja? Ich mache das nochmal ein bisschen größer. Das ist Hamageddon. Und oh, ich glaube, jetzt ist nicht ganz drauf. Hier oben ist Nazareth. Da ist Jesus geboren. Und wenn Jesus bei seinem Vater da Tische und Stühle gezimmert hat, hat er immer über die Ebene Hamageddon geguckt. Und der kannte das Wort Gottes. Ja? Der konnte von Nazareth immer über diese Ebene schauen. Und dann kamen irgendwann dann der... die Kanaaniter kamen dann hier angezogen über die Ebene von Megiddo und der Barak und die Deborah waren hier oben auf dem Berg Tabor. Die kommen von oben herab ihren Feinden entgegen. Das ist auch ein Bild, oder? Von einem Berg, fast ein Bild, als ob Christus mit der Gemeinde auf den Ölberg kommt und dann diese Schlacht hier schlägt und beendet. Diese Schlacht war apokalyptisch groß. Ich kann das jetzt nicht im Detail alles sagen, aber 900 Wagen, ja, das war eine riesengroße Übermacht. Und der Barak und die Deborah hier allein auf relativ verlorenen Posten kommen herab vom Berg Tabor in dieses Land und besiegen die. Das ist ein starkes prophetisches Bild, was da gezeigt wird im Alten Testament. Ja, die Geschichte ist schon alt, ich erzähle gar nichts Neues. Viele schimpfen mich und sagen, was erzählst du denn für seltsame Dinge? Ich erzähle nur die Alten, ihr kennt euch noch nicht so gut aus. Ihr müsst ein bisschen lesen, ja? Also das sind alte Begebenheiten, die man hat. Und
dieser König Jabin, der wohnte hier in Hazor, ja, hier oben, nördlich vom See Genezareth, da war seine Festung und die hat man jetzt gerade ausgegraben vor ein paar Jahren. Also man kann die anschauen, ja, das ist die Festung Hazor, liegt halt auch auf so einem Bergrücken, ja, kann man hier so sehen, hier, ja, und hier oben drauf war die Festung, mit Tempel und mit Zitadelle und allem möglichen. Das ist also Archäologie. Das hat die Bibel sich nicht ausgedacht. Das kann man archäologisch finden. Die graben diese Dinge gerade aus in Israel. Ja? Also ganz spannend. Und jetzt wird es noch verrückter. Jetzt ist nämlich so, der Josua, der hat bei der Landnahme, als Israel ins Land gekommen ist, ich mach das mal weg, da hat der Josua nämlich den Jabin getötet. Das Problem ist nur, dass der Jabin später im Richterbuch wieder auftaucht. Da wird plötzlich wieder von dem König Jabin aus Hazor berichtet. Jetzt haben die Theologen ein Riesenproblem, weil der Jabin ja eigentlich tot sein müsste. Wo kommt denn der jetzt plötzlich wieder her? Er war doch tot und dann war er nett und jetzt plötzlich ist er wieder da. Wie kann das denn sein? Das ist ja fast wie ein Tier aus dem Meer, denn der war ja kein Jude, der war ja aus Hazor. Und der Josua tötet ihn, dann ist er weg. Und plötzlich im Richterbuch kommt er wieder, ich zeige euch die Bibelstellen gleich, im Richterbuch taucht er wieder auf, da ist das Tier wieder da. Ja, dann würde ich sagen, ja, das ist ja fast so, wie in der Bibel steht auch, ja, das Tier war und ist nicht und wird wieder sein. Ja gut, sagen die Theologen, da lädt sich aber ein bisschen weit aus dem Fenster. Ja, sage ich, aber ihr kommt ja auch nicht weiter. Ihr kommt ja auch nicht weiter. Die Theologen sagen, ja gut, vielleicht haben die Israeliten das so ein bisschen überhöht. Also die haben halt da im Richterbuch so Bezug genommen auf diesen historischen König Jabin, weil der so groß und so wichtig war. Da haben die das irgendwie so nochmal aufgeschrieben. So. Dann sage ich, das ist alles. Also das finde ich relativ wenig, da finde ich meine Lösung aber besser. Ja? Ihr wisst ja, warum ich darauf komme. Das ist, als ob ein Tier war und nicht ist und plötzlich wieder sein wird. Und die Theologen stehen da hilflos vor, die wissen nicht, was die damit machen sollen. Und Entschuldigung, so naiv waren die Juden nicht, so ein Bild irgendwie dazu zu konstruieren von irgendjemand, der schon gewesen wäre. Die hatten genügend Feinde, das mussten die nicht wiederholen. Ja? Und das finde ich so spannend bei diesem Text. Jetzt schreiben hier die Theologen, dann ist hier aus diebibel.de Ressourcen, Bibilex, Altes Testament, Jabin. Ja? Im biblischen Erzählverlauf und somit in der erzählten Zeit um etliche Jahre später begegnet Jabin in Richter 4 als Gegner Israels bei der Schlacht am Berg am Bach Kishon wieder. Aha, also der war jetzt im Josua-Buch schon getötet, jetzt kommt er im Richterbuch plötzlich einige Jahre später wieder auf. In Richter 4, Vers 1 wird er als König von Hazor bezeichnet. Aufgrund dieser Unklarheit, das schreiben die jetzt, Theologen, ja? Aufgrund dieser Unklarheit, wie von Jabin, dem König von Hazor, in Richter 4 erzählt werden kann, nachdem in Josua 11 bereits sein Ende beschrieben worden ist, wurden in der exegetischen Forschung unterschiedliche Theorien aufgestellt und so weiter, bla bla bla. Man weiß nichts damit anzufangen, ja? Die sagen, wie kann das denn sein? Ist alles ein bisschen komisch, ein bisschen theologisch kompliziert ausgedrückt, ja? Damit man einfache Dinge schwierig ausdrückt und ein bisschen schlauer aussieht, als man vielleicht ist, ja? Deswegen haben die so verschachtelt geschrieben. Ich kann das auch kaum verstehen, den Satz, ja? Das heißt also, um etliche Jahre später begegnet Jabin wieder. Plötzlich kommt der Jabin wieder auf, ja? Und jetzt haben wir da eine Unklarheit in der Bibel. Wie kann denn sein, dass von Jabin, dem König von Hazor in Richter 4 erzählt wird, nachdem in Josua 11 schon geschrieben ist, dass der doch umgebracht wurde, ja? Und das wurde in der exegetischen Forschung, wurden unterschiedliche Theorien über das Verhältnis der beiden biblischen Erzählungen und die historische Ereignisabfolge, die dahinter liegen könnte, entwickelt. Zum Beispiel Aharoni, Sperling und Benjamin und so weiter. Jetzt sind so Theologen, die sich dazu geäußert haben. Hier habe ich die beiden Bibelstellen euch mal mitgebracht. Ja, das ist die Bibelstelle Josua 11. Ist jetzt bei der Landnahme. Josua kommt aus Ägypten, ja, gegen diesen König von Hazor, gegen den Jabin. Da tat ihnen Josua, wie der Herr ihm gesagt hatte, und lähmte ihre Rosse und verbrannte ihre Wagen und kehrte um zu derselben Zeit und gewann Hazor, diese Hauptstadt, und schlug seinen König mit dem Schwert. Denn Hazor war vormals die Hauptstadt aller dieser Königreiche. Ah, eine große Hauptstadt, eine Hauptstadt der Hauptstädte, eine Hauptstadt der Könige, eine Kaiserresidenz, groß. Das war big.
Das war apokalyptisch groß. Davon redet ihr, eine große Sache, ja? Und jetzt steht also hier, dass Josua den König Jabin getötet hat. Und wenn ihr Richter 4 aufschlagt, dann steht hier, aber die Kinder Israel taten Fürderübel vor dem Herrn, da Ehud gestorben war. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs der Kanaaniter, der zu Hazar saß. Hä? Wo kommt denn der her? Jetzt hat er auch noch einen Feldhauptmann. Und der wohnt auch noch in Ha-Roshet Ha-Goyim. Und ihr wisst jetzt, was das heißt, ja? Rosh, das Haupt, ein Götzenbild. Das Götzenbild, Ha-Roshet Ha-Goyim, das bestimmte Artikel, Ha-Aretz. Das ist nicht irgendein Standbild von irgendeinem Heiden, das ist das Standbild. Das sagt der Text. Haroshet Hakoyim. Das steht im Hebräischen. Merkt ihr langsam, was ich euch zeigen will? Jetzt habe ich euch erst die Medaillen gezeigt in Hannover mit dem Antiochos, hier dieser Brett Pitt der Antike und ein paar Münzchen, ja, dann haben wir ein bisschen Offenbarung gelesen, habe ich euch ein bisschen erzählt, der Antiochos wird wiederholt. Da haben wir Daniel angeguckt, Daniel 11, Texte ein bisschen rot, Texte ein bisschen blau. Jetzt haben wir gesehen, es gibt Pärchen in der Offenbarung, der falsche Prophet und das Tier aus dem Land, das Tier aus dem Meer, Antichrist. Ja? Und jetzt haben wir uns diese Pärchen hier im Alten Testament angesehen und wir finden ein heidnisches Götzenbild. Wir finden apokalyptische Schlachtenbilder. Wir finden diese Pärchen an allen Ecken und Enden. Wir finden eigentlich auch Einordnungen, dass Gott sagt, der eine kommt mir so vor wie Abfall und der andere taugt nichts. Ja? Der eine bringt keinen Schatten und der andere, also schlecht, bösartige Namen, die beiden tragen. Und wir finden die immer wieder in Verbindung mit der Geschichte Israels und wir können das alles plötzlich miteinander verbinden. Und das bekommt immer mehr Belastbarkeit. Man sieht plötzlich das Held, das kommt, das ist immer wieder im Alten Testament, sind diese Leute beschrieben worden. Ja? Das Tier, das du gesehen hast, das wird dem Johannes hier gesagt, ja? Offenbarung 17, das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist nicht. Das ist wie bei Jabin, der ist gewesen und ist nicht und kommt wieder. Das finde ich natürlich eine Auslegung. Ich meine, da sagen die Leute schon zu Recht, du lehnst dich sehr weit aus dem Fenster. Solch das mag sein. Aber wisst ihr, wenn sonst so gar nichts kommt, dann ist das doch auch mal wert, mal so einen Gedanken mal einfach anders auszuziehen und mal zu sagen, ist das denn, passt das denn ins Gesamtbild? Und ich finde schon. Und ich finde das eine schöne Erklärung. Ja? Also das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist nicht und wird wiederkommen aus dem Abgrund und wird fahren in die Verdammnis. Und es werden sich verwundern, die auf Erden wohnen, deren Name nicht geschrieben steht, stehen in dem Buch des Lebens von Anfang der Welt. Wenn sie sehen das Tier, das es gewesen ist und nicht ist und da sein wird. Und das steht alles schon hier mit Jabin und Sisera im Richter- und im Josua-Buch. Das finde ich den Hammer. Könnten wir, wenn wir über Endzeitdinge sprechen, vielleicht uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir so Stellen wie 2. Thessalonicher 2 und 1. Thessalonicher 5 und die ganzen Offenbarungsstellen mal mit alttestamentlichen Bibelstellen in Verbindung bringen würden? Und das fehlt mir. Mir sind das so Inselerkenntnisse. Mir fehlt die Verbindung in den Gesamtzusammenhang der archaischen Texte aus dem Alten Testament. Das fehlt mir. Und die müsste man dringend herstellen, damit die Auslegung für diese modernen Texte dann auch belastbar ist, damit man sieht, das ist aus einem Guss. Man muss das am Text zeigen. Und das finde ich schön. Jetzt müsste man das eigentlich sacken lassen, 2 Tage. Und dann müsste man sich zusammensetzen in so eine Arbeitsgruppe. Und dann müsste man Stück für Stück da zusammen erarbeiten. Dann setzt sich das ein bisschen. Ja? Ich nehme das ja hier auf, vielleicht kann man das ins Internet stellen. Und dann bekommt das so Stück für Stück Basis. Und dann wird man immer vertrauter damit. Ja? Dann hört man Jabin und Sisera nicht zum ersten Mal, sondern man findet dann auch Parallelstellen im Neuen Testament. Das finde ich, und das wäre für mich Bibelauslegung. Das wäre für mich auch Bibelarbeit. Ja? Und das hat auch Struktur und Ordnung und Basis. Ja? Ja gut, die habe ich euch ja nochmal mitgebracht, weil ich euch eben schon erzählt habe. Sisera wird in Richter 4 bis 5 erwähnt. Dort wird der Wohnort Siseras mit Haroshet Hagoyim, wisst ihr alles schon, ja? Ihr seid der alte Hasen jetzt, ja? Auf Hebräisch fängt das hier an, ja? Rechts da links wird der Name der Wohnort angegeben, was in Übersetzung mit Haroshet der Heiden wiedergegeben wird. Der Ort ist nicht genau identifiziert, aber man kann das sehen. Und Haroshet Hagoyim heißt ein heidnisches Standbild. Und das findet man auch wieder hier in Offenbarung 13. Dieses Tier aus dem Land verführt die auf Erden wohnen um der Zeichen willen und es wird führt sie dahin, dass sie ein Bild machen sollen, dem Tier. Und das Bild wird angebetet.
ein heidnisches Standbild wird hier aufgestellt. Ach so, ja, dann schreibt der Johannes ja hier von einer ganz alten Geschichte. Ja, das finde ich schön. Ja, das macht die Sache, das groundet, das, wie soll man denn dazu sagen, das objektiviert diese Texte. Man muss jetzt nicht von irgendeinem Barcode ausgehen oder einem Computerchip, der eingepflanzt wird, oder Luziferase, kennt ihr bestimmt auch, ja? Oder so Microsoft-Tattoos. Das sind für mich so hilflose Versuche, die Texte irgendwie zu greifen. Und ich finde, das ist zu kurz. Man muss eigentlich mal Microsoft und Co. ganz beiseite lassen und einfach den Bibeltext reden lassen. Pardon. Und mal ins Alte Testament gehen und die Verbindung zu diesen alttestamentlichen Stellen herstellen. Und dann bekommt es Basis. Das ist wie ein gutes Stahlbetonfundament. Da kann man was draufbauen dann. Ja? Das objektiviert die Texte. Okay, ja, es war dem gegeben, dass es dem Bild des Tieres den Geist gab, dass das Tier das Bild redete und machte, dass alle, welche nicht das Tieresbild anbeteten, getötet wurden. Wie das geht, weiß ich nicht. Manche Bibelstellen, glaube ich, aus der Offenbarung wird man erst einordnen können, wenn das kommt. Wenn man das sieht, dann kann man das plötzlich mit der Bibel in Verbindung bringen. Aber soweit wir irgend können, müssen wir nüchtern bleiben bei den Auslegungen der Offenbarung. Wir dürfen nicht so schwärmerig daran gehen und vor allem nicht so hektisch und nicht so nervös, ja? Sondern ein bisschen ruhig und ein bisschen vorsichtig und den Texten sich vorsichtig nähern. Das ist Gottes Wort und da ist jeder einzelne Buchstabe so gemeint, wie der dort steht. Das ist auch ein Respekt vom Wort. Das darf man nicht verbiegen, das muss man so in Ruhe stehen lassen. Und das fügt sich dann ganz zwanglos ineinander, ja? Das muss da nicht verkrampft gemacht werden. Okay, also hier steht nochmal dieses Haroshet der Heiden, ja, dieses heidnische Standbild. Also wir haben jetzt diese Pärchen hier gesehen. Und es ist nur ein Ausschnitt, ja? Tier aus dem Meer, Tier aus dem Land, Antichrist, falscher Prophet. Und hier haben wir diese vier Pärchen uns angeschaut. Aber es gibt noch mehr. Ja, kommen wir jetzt im Detail, wollen wir da nicht so ganz drauf eingehen, aber ich zeige euch noch so ein paar. Und zwar einmal Hazael von Syrien. Das ist auch ein Bild für das Tier aus dem Meer in 2. Könige 8. Oder Ahitophel, dessen Ratschlag am Hof von David so hoch geachtet war, als ob Gott reden würde. Das sind erstaunliche Charaktere, als ob Gott das schon wieder andeutet. Ja? Er schreibt hier von dem Hazael. Da sprach der König zu Hazael, nimm Geschenke mit dir. Also der König von Syrien, der ist krank. Ja? Und der möchte gern, dass sein Feldherr, der Hazael, zu dem Mann Gottes geht und ihn fragt, ob er wieder gesund wird. Und dann schickt er den los. Ich habe da nur nicht mehr, weil das könnt ihr da nicht mehr lesen, da ist zu viel Text drin. Deswegen habe ich das da abgeschnitten. Ja? Da sprach der König zu Hazael, nimm Geschenke mit dir und gehe dem Mann Gottes entgegen und frage den Herrn durch ihn und sprich, ob ich von dieser Krankheit möge genesen. Hazael ging ihm entgegen und nahm Geschenke mit sich und allerlei Güter zu Damaskus, eine Last für 40 Kamele. 520.000 Euro hat er mitgenommen, ja? Auf Deutsch, auf Neudeutsch. Ja? Richtig viel Geld für den Mann Gottes. Ja? Mein König, der wollte eine Antwort haben von ihm. Elisa sprach zu ihm, gehe hin und sage ihm, du wirst genesen. Aber der Herr hat mir gezeigt, dass er des Todes sterben wird. Was? Ja, wie, Moment, nochmal. Du sollst ihm sagen, dass er genesen wird, aber der Herr hat mir gezeigt, dass er sterben wird. Was ist denn mit dem Mann Gottes los? Ist er ein bisschen verworren? Ja? Oder will der denn nicht sagen, worum es geht? Täuscht er den, weil er auch getäuscht hat? Ja? Der König von Syrien, antwortet er ihm nicht? Oder was ist denn da? Ja? Ganz seltsam. Und der Mann Gottes schaute ihn starr, nämlich den Hazael. Der Mann Gottes schaute den Hazael starr und lange an und weinte. Der hat ihm ins Gesicht geguckt und ihm sind die Tränen in die Backe runtergekullert. Was passiert denn hier zwischen den Zweien? Was passiert denn da? Ja? Und dann sagt der Hazael, da sprach der Hazael, warum weint mein Herr? Er sprach, ich weiß, was für Übel du den Kindern Israel tun wirst. Du wirst ihre festen Städte mit Feuer verbrennen. Das hat der Antiochus gemacht. Das hat auch Titus gemacht, ja. Aber Daniel meint Titus nicht, aus bestimmten Gründen. Er meint Antiochus. Und Antiochus kommt wieder, ja. Und dann sagt er, ich weiß, was für Übel du den Kindern Israel tun wirst. Du wirst ihre festen Städte mit Feuer verbrennen und ihre junge Mannschaft mit dem Schwert erwürgen und ihre jungen Kinder töten und ihre schwangeren Weiber zerhauen. Hazael sprach, was ist dein Knecht, der Hund, dass er solch großes Ding tun sollte. Nicht so schreckliche Dinge,
sondern so ein großes Ding. Das wird er gerne tun. Der spricht, was in seinem Herzen ist. Hört ihr das? Der kann das gar nicht mehr zurückhalten, ja? Der versucht sich zwar bescheiden darzustellen, ja, weil er muss den Ball ja flach halten. Der König lebt ja noch, ja, den will er ja morgen erst töten. Deswegen hält er den Ball schön flach und sagt, was ist dein Knecht, der Hund? Dass er so etwas Großes tun würde, ja. Das ist, als ob es ihm das Wasser im Mund zusammentreibt. Das wird hier gesagt, ja. Hazael sprach, was ist dein Knecht, der Hund, dass er ein solch großes Ding tun sollte? Elisa sprach, der Herr hat mir gezeigt, dass du König von Syrien sein wirst. Aha. Der Herr hat mir gezeigt, dass er des Todes sterben wird. Der Herr hat mir gezeigt, dass du König von Syrien sein wirst. Und er ging weg von Elisa und kam zu seinem Herrn. Und der sprach zu ihm, was sagte dir Elisa? Er sprach, er sagte mir, du wirst genesen. Ist eine Halbwahrheit, oder? Oder eine halbe Lüge. Aber eine halbe Wahrheit ist auch eine ganze Lüge, sagt man, ja? Des anderen Tages aber nahm er die Bettdecke und tauchte sie in Wasser und breitete sie über sein Angesicht. Da starb er. Und Hazael ward König an seiner Stadt. Eine Decke, die in Wasser getaucht wird, atmet nicht mehr. Ja? Das Wasser dichtet die irgendwie ab. Und Kunststofffolie gab es damals ja noch keine. Plastiktüten auch keine. Hat man halt eine Decke nass gemacht. Und der König war so schwach, der lag im Bett, konnte sich nicht mehr wehren. Dann ist er unter der nassen Decke, ist er dann erstickt. Ja? Und das ist ein Bild von Hazael von Syrien. Und der wird König an seiner Stadt und wird etwas Großes tun. Der ist aus Syrien. Ja? Syrien, da kommen die Seleukiden her. Da kommt Antiochos Epiphanes her. Und da schließen sich so Linien wieder. Angehaucht. Und dann verschwindet das Bild wieder. Ja? Ein kurzes Flackern und dann geht es wieder weg. Und dieses Flackern wird immer heller und immer länger, bis es in der Offenbarung ein strahlender Leuchter ist, ja, der hell strahlt auf das, was schon ganz, ganz lange erzählt wird. Und das ist hier im Bild, glaube ich, auf den falschen Propheten. Absalom hat ja David vertrieben vom Hof, ja, hat seinen eigenen Vater vertrieben, hat ihm praktisch das Königreich weggenommen und am Hintern weggenommen, hat sich das selber angeeignet. Und hat auch den Ahitophel, den Ratgeber von dem David, den hat er auch zu sich genommen. Und hat den Ahitophel dann um Rat gebeten, was er tun soll, damit das Volk jetzt ihm folgt und nicht mehr seinem Vater David. Ja? Der Ahitophel will ja auch die Herzen des Volks gewinnen. Und Absalom sprach zu Ahitophel, rate zu, was sollen wir tun? Ahitophel sprach zu Absalom, geh hinein zu den Nebenfrauen deines Vaters, die er zurückgelassen hat, um das Haus zu bewahren. So wird das ganze Israel hören, dass du dich bei deinem Vater unmöglich gemacht hast. Oder Luther sagt stinken gemacht, steht glaube ich auch im Hebräischen da. Ja? Aber du hast dich dann unmöglich gemacht bei deinem Vater und dann wissen die, du kannst nicht mehr zurück. Ja, diese Sache ist unumkehrbar. Wenn er die Nebenfrauen vom David schändet, ja, dann gibt es, wenn der David zurückkommt, der muss jetzt durchziehen. Und das wird dem Volk zeigen, dass du es ernst meinst und dann wird das Volk dir auch nachfolgen. Und wird allerhand, die bei dir sind, desto kühner werden. Da machten sie Absalom eine Hütte auf dem Dache und Absalom ging hinein zu den Kebsweibern, zu den Nebenfrauen seines Vaters, vor den Augen des ganzen Israel, auf dem Dach, auf dem Flachdach. Ja, die waren im Osten so flach, damit die das alle sehen konnten, ja, was da läuft. Zu der Zeit, wenn Ahitophel einen Rat gab, das war, als wenn man Gott um etwas gefragt hätte. Das ist fast ein göttlicher Rat. So wie ich gleich, ja. Das ist etwas, wo ich glaube, wo man diesen falschen Propheten sehen kann, der im Prinzip dem Absalom zur Herrschaft verhilft, weil der Absalom zu den Nebenfrauen seines Vaters eingeht. Der Antichrist, der wird Israel auch, wie soll ich das denn sagen, vergewaltigen, sich zur Frau nehmen, wo Israel eigentlich Gott gehört oder Christus. Das heißt, der Antichrist wird sich Israel aneignen, das Volk, das eigentlich Christus gehört. Das will Christus nicht, ja, noch nicht. Aber das wird passieren wieder in der Endzeit, was hier, das ist auch nur angehaucht, ja. In der Fülle, wenn man diese Bibelstellen alle zusammennimmt, dann entsteht ein Bild. Wenn man die einzeln belässt, dann liest man da manchmal drüber weg und kann da nichts richtig so anfangen mit. Aber wenn man die alle hintereinander stellt und sieht, es wird immer wieder wiederholt und immer wieder aufs Neue vorgestellt, dann ergibt sich langsam eine Struktur und eine Ordnung und ein Bild. Und jetzt könnte man weitergehen in Jeremia, in Jesaja, dann in Daniel und dann wegen mir zum Paulus, in die Endzeitreden Jesu und zur Offenbarung. Da hätte man eine Woche Zeit, ja, für so eine Bibelarbeit.
Und dann hätte man eine ganz feine Linie, die ganz sauber durch die Bibel durchgeht, ohne Brüche, ohne Unterbrechung. Das ist Gottes Wort. Damit sind wir eigentlich so am Ende angelangt von dem, was ich euch zeigen wollte. Und das ist so eine Art Rückwärtsprophetie. Ja? Wir gehen also praktisch rückwärts und wir können die Texte im Rückgang verstehen, weil wir es aus der Offenbarung schon wissen. Und das macht unser Bibelstudium ein bisschen reicher und objektiviert das auch, weil wir die Texte Stück für Stück in ihrer Struktur verstehen und zuordnen können. Und wenn wir das an anderer Stelle auch tun, dann entsteht so eine Landschaft. Dann wissen wir, wo wir gerade uns befinden, wo wir in Gottes Heilsgeschichte befinden, was davor kam, was danach kam. Und dann entsteht wie so ein Netzwerk. Und ein Mensch, der mit diesem Wort Gottes alt geworden ist, der wird verändert werden dadurch. Ja? Das wird sein Leben reich machen. Das wird sein Leben, wie soll man es sagen, auf eine gute Basis stellen. Der weiß, warum er Christ ist. Er weiß, warum er kein Moslem ist. Er weiß, warum er kein Jude ist. Er weiß, warum er an Jesus Christus glaubt. Und er weiß auch, was kommt, weil er weiß, wie es gewesen ist. Und Gott sucht wieder auf, was vergangen ist. Ja? Ich sage ja, Salomo, ist das in Weisheitssprüchen, ja? Ja? Es geschieht nichts Neues unter der Sonne, sondern das, was geschehen ist, ist auch vorher geschehen. Und Gott sucht wieder auf, was vergangen ist. Das wird alles wiederkommen. Und für mich ist das ein wunderschöner Beweis dafür, dass wir nicht klugen Fabeln gefolgt sind, sondern dass wir in Christus die Wahrheit gefunden haben. Ja? In so einer verrückten Welt wie jetzt. Und das, glaube ich, das macht den Glauben aller Annahme wert. Ja? Damit wären wir am Ende. Amen.